Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach gemacht. Mein Name ist Carsten Eckert und in diesen Videos machen wir uns die Energiewirtschaft ganz besonders einfach. Heute geht es darum, lohnt sich ein Lieferantenwechsel überhaupt? Es stellt sich also die Frage, lohnt es sich tatsächlich monetär oder auch auf eine andere Weise, dass ich meinen Stromlieferanten, meinen Energieversorger regelmäßig oder überhaupt mal wechsle? Wenn man so im Internet herumsurft und zum Beispiel sich auch mal auf Vergleichsportalen herumtreibt, dann sieht man da super Angebote, der Strom ist so günstig wie noch nie und dann soll man eben auch spontan wechseln, weil es ist so viel günstiger als beim aktuellen Versorger, geschweige denn beim Grundversorger. Wenn man vor Ort beim Regionalversorger oder beim Stadtwerk ist, ist man ganz oft im Grundversorgungstarif und der ist nun mal teurer als jeder andere. Und dementsprechend sieht es auch so aus, als könnte man sofort super Geld sparen, wenn man einfach mal zu einem Stromdiscounter oder ähnlichen Anbietern einfach mal so wechseln würde. Aber stellt sich ja die Frage, ist das wirklich so? Und dafür müsste man eigentlich in das Kleingedruckte der Angebote schauen. Im Regelfall ist ein Online-Tarif, der super günstig aussieht, auch nur für das erste Jahr, für die ersten 12 Monate so richtig günstig. Und das ist der Knackpunkt in der Frage, lohnt es sich, den Lieferantenwechsel durchzuführen. Es lohnt sich dann monetär so richtig, wenn man praktisch jährlich zu einem anderen Stromdiscounter wechselt und dementsprechend jährlich diesen Bonus für die ersten 12 Monate mitnimmt. Dann ist es richtig günstig, dann kann man da richtig Geld sparen. Wenn man das aber nicht macht, vor allem wenn man das mal vergisst und dann praktisch in das zweite Jahr in die Versorgung kommt, dann wird man im Regelfall automatisch um ein Jahr verlängert und das zweite Jahr ist deutlich teurer. Und das Ganze stand auch schon im ursprünglichen Vertrag. Man hat es nur nicht gelesen, man hat es einfach weggescrollt und dementsprechend ist alles rechtens und man hat kein Sonderkündigungsrecht wegen einer Preiserhöhung. Das heißt, das zweite Jahr ist im Regelfall das Jahr, an dem der Stromdiscounter an dir als Endkunden verdient. Und dementsprechend lohnt es sich nur dann, wirklich zu einem entsprechend günstigen Stromdiscounter zu wechseln, wenn man das entweder möchte, weil man die Marke toll findet oder ein Sonderangebot noch dazu bekommen hat, oder wenn man eben jährlich weiter wechselt und immer wieder diesen Sonderbonus mitnimmt. So richtig sinnvoll ist es ja nur aber auch nicht. Man sollte sich einen Energieversorger suchen, bei dem man auch über die nächsten Jahre gerne bleiben möchte. Beim örtlichen Stadtwerk gibt es halt das Problem, dass man ganz oft dann im Grundversorgungstarif ist, aber oft haben auch die örtlichen Stadtwerke oder örtlichen Regionalversorger noch andere tolle Tarife. Da muss man einfach mal nachfragen und sagen, hey, ich möchte raus aus dem Grundversorgungstarif. Und ansonsten gibt es auch ganz tolle bundesweite Energieversorger, die eben bundesweite günstige Tarife anbieten. Zum Beispiel auch Stadtwerke aus anderen Städten. Das ist immer eine gute Möglichkeit. Und ansonsten stellt sich ja die Frage, lohnt es sich, einen Energieversorger zu wechseln, wenn man nicht nur auf das Geld aus ist, sondern wenn man was Gutes tun möchte, Nachhaltigkeit, Energiewende und Co. unterstützen möchte. Und dann gibt es tatsächlich auch dafür richtig tolle und zertifizierte und echte Ökostromanbieter. Das ist nur ungefähr eine Handvoll, die das wirklich richtig machen und nicht nur über einen Zertifikatehandel. Dazu gibt es auch mal noch ein separates Video hier bei Energiewirtschaft einfach. Und dementsprechend muss man sich wirklich überlegen, lohnt es sich für mich, für meine Ansprüche und für das, was ich damit erreichen will, den Stromanbieter zu wechseln oder bleibe ich lieber bei dem ich bin? Oder schaue ich einfach, dass ich mir einen richtig schönen langfristigen Partner in der Energieversorgung suche, mit dem ich mich identifizieren kann und bei dem ich vielleicht sogar auch noch ein richtig gutes Angebot bekomme. Und apropos Angebot, wer sich allgemein ein bisschen genauer mit der Energiewirtschaft beschäftigen möchte, wie die so funktioniert, wie so ein Lieferantenwechsel konkret auch im Hintergrund funktioniert, auf energiewirtschaft-einfach.de gibt es ein neues E-Book von mir, eine Reise durch den Alltag eines Stromversorgers und da wird das ziemlich genau erklärt. Habt ihr ansonsten noch irgendwelche Fragen, zum Beispiel zum Lieferantenwechsel, dann stellt ihr einfach hier unten in den Kommentaren, liked das Video, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal bei Energiewirtschaft einfach gemacht. Mein Name ist Carsten Eckert.